Du hast einen Angehörigen, der bettlägerig ist und du möchtest ihm die Kleidung im Bett wechseln, weißt aber nicht wie? Dann bist du hier bei Pflegethematik genau richtig. Hier gibt es nützliche Pflegetipps. Ich zeige dir in 10 Schritten, wie du deinem Angehörigen im Bett an- und auskleiden kannst. Schritt 1. Informiere deinen Angehörigen über die Pflegemaßnahme. Schließe danach das Fenster und fahre das Bett auf Hüfthöhe hoch. Schritt 2. Winkle die Knie deines Angehörigen an. Fahre den oberen Teil des Bettes hoch, damit dein Angehöriger aufrecht da sitzt. Schritt 3. Hebe den Oberkörper etwas an und ziehe danach das Nachthemd bis zum Nacken hoch. Schritt 4. Ziehe nun vom weit entferntesten Arm den Ärmel aus. Danach ziehst du den Kopf aus und am Ende den Ärmel, der bei dir in der Nähe ist. Schritt 5. Um ein neues Oberteil anzuziehen, einfach die Handlung in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Schritt 6. Um die Hose auszuziehen, musst du die Person in die Seitenlage befördern. Dazu musst du ein Knie leicht anwinkeln und etwas Druck darauf ausüben. So kippt die Person in die gewünschte Richtung. Schritt 7. Kleidung an der freiliegenden Seite herunterziehen und den Angehörigen danach in die Ausgangslage zurückbringen. Schritt 8. Wenn du das auf beiden Seiten gemacht hast, winkele die Beine deines Angehörigen an, zieh ihm die Hose und Unterhose aus und überprüfe, ob irgendwelche Hautveränderungen vorliegen. Schritt 9. Ziehe deinem Angehörigen eine neue Hose an. Dafür die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Danach bringe deinen Angehörigen wieder in eine liegende Position und decke ihn zu. Schritt 10. Fahre das Bett wieder herunter, kippe danach das Fenster und gebe deinen Angehörigen, falls nötig, etwas zu trinken. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren, liken und teilen nicht vergessen.